Hallihallo und herzlich willkommen auf Nuclear Nightmare. Nachdem ich das letzte Mal im Retro-Spiel in Köln war, bin ich diesmal wieder nach Nordrhein-Westfalen gefahren, aber diesmal ins Münsterland, zu Level Up in Rheine. Wir machen es wieder wie beim letzten Mal. Erst gibt es Material vom Laden zu sehen und am Ende zeige ich euch, was ich gekauft habe. Solltet ihr schon eher sehen wollen, was meine Pickups sind, dann findet ihr die Zeit unten in der Videobeschreibung oder hier eingeblendet. Dann könnt ihr schon vorgehen. Lange genug um den heißen Brei geredet. Viel Spaß mit diesem neuen Video. Nun kommen wir doch mal zu meinen Pickups. Als erstes haben wir die europäischen Spiele. Das sind nur sehr wenige, deswegen fange ich mit diesen zuerst an. Shadow of Memories für die PlayStation 2 habe ich für 20 Euro gekauft. Ist von Konami, ein sehr interessantes Game, was auch später für die originale Xbox erschienen ist. Ihr seid hier ein junger Mann, der getötet wird und er bekommt eine zweite Chance. Er wird wieder lebendig und muss herausfinden, wer ihn getötet hat, kann sogar durch
durch die Zeit reisen, um diverse Rätsel zu lösen, ein sehr einzigartiges Adventure, worüber ich bestimmt mal ein Video machen werde. Als nächstes haben wir Wipeout Pure für die PSP, das habe ich sogar dazu geschenkt bekommen. Ein sehr tolles Rennspiel, was ich eigentlich schon besitze, vor vielen Jahren mal beim GameStop für 1,99 gekauft. Leider habe ich das damals zu spät gespielt und gemerkt, dass die Disk kaputt ist, weshalb ich es nicht mehr umtauschen konnte. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ich das dazu geschenkt bekommen habe. Hab's auch schon ein bisschen gespielt. Ein sehr tolles Spiel, vor allem für zwischendurch. Was auch toll für zwischendurch ist, ist Winter Heat für den Sega Saturn. Habe ich zwar schon als japanische Version beim Retro-Spiel in Köln gekauft. Allerdings wollte ich unbedingt noch die europäische Version haben. Nicht nur wegen dem geilen Cover, sondern auch wegen der genialen Packung. Das ist ja ein eher späterer Saturn-Release von 97 und da hatten die schon die stabileren Hüllen. Außerdem ist es auch schön, mal die Disziplinen und Erklärungen mal genau auf Deutsch nachlesen zu können. Die sind zwar in der japanischen Version bei fast allen Disziplinen leicht verständlich, auch ohne Sprachkenntnisse, aber bei manchen hatte ich doch meine Schwierigkeiten und deshalb bin ich froh, das Ganze für 30 Euro hier nochmal erstanden zu haben. Das letzte Ballspiel, was ich gekauft habe, wäre dann Road Avenger fürs Mega CD. Ein sehr bekannter Titel, der damals dem Mega CD 2 auch beilag, deswegen ist es sehr weit verbreitet, habe ich für 20 Euro erstanden, kostet auch in etwa überall so viel. Es besteht komplett aus Videosequenzen, aber Anime-Zwischensequenzen, ist also eines dieser berüchtigten FMV-Spiele und ich bin schon mal sehr gespannt darauf, dass euch irgendwann in 30 Jahre Mega CD präsentiert. Zu können. Machen wir dann mal weiter mit meinen Saturn Games, die ich gekauft habe. X-Men vs. Street Fighter habe ich schon sehr lange gesucht, habe ich hier für 40 Euro gekauft. Leider fehlt die Rückseite der Packung. Ich habe mir schon mal eine Repro bestellt, um da die Packung austauschen zu können. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Eines der genialsten Capcom-Prügler für den Sega Saturn, was auch die 4 MB RAM-Erweiterung benötigt. Dann kommen wir zu Darius Gaiden für den Sega Saturn. Ein Taito Shoot'em'up Schwergewicht, was sehr teuer ist, wenn man es als europäische Version bekommt. Hier habe ich es für 40 Euro geholt, beziehungsweise ich habe noch ein paar Spiele mitgebracht, die ich nicht haben wollte, beziehungsweise mal durch einen Deal bekommen habe, japanische Rollenspiele, und habe das Ganze so auch für 30 Euro bekommen. Ein saugeiles Spiel, auf das ich sehr gespannt werde und was ihr auf jeden Fall mal auf meinem Kanal sehen werdet. Dann Yukawa Moto Senmu no Otokara Sagashi. Das Ganze heißt so viel wie Former Managing Director Yukawa's Treasure Hunt. Ja, was der Name schon sagt, der Yukawa von Sega, den es wirklich gab bei Sega, der aber auch eine Werbefigur für das Dreamcast gewesen ist. Dieser Mann hat hier sein eigenes Spiel bekommen, in dem man Schätze finden muss. Das Ganze habe ich geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ist auch sowieso ziemlich günstig, obskur und japanisch und ihr werdet euch bestimmt drüber freuen, wenn ich da mal ein Video Games aus aller Weltfolge dazu machen werde. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende. Das waren die ganzen Spiele, die ich dort gekauft habe. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch Spaß gemacht. Ich werde alles mal hier unten verlinken zu Level Up, seine Facebook-Seite und seine Instagram-Page. Auf Instagram könnt ihr immer, ja, fast täglich neue Sachen sehen, die er dort verkauft. Vielen Dank nochmal, dass ich hier filmen durfte und für die geschenkten Spiele. Jetzt ist es aber an eurer Zeit, mal in die Tasten zu hauen, mir unten in den Kommentaren zu sagen, was ihr von dem Laden haltet, ob ihr schon mal da gewesen seid, ob ihr gerne mal dorthin fahren möchtet, dem ganzen Video einen Like geben, meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder jeden Sonntag um 20:15 Uhr. Vielen Dank, bis dahin, euer Martin. Tschüss.